Hallo, hallo. Schön, euch zu sehen. Ihr habt euch bestimmt gewundert, warum ich so lange nicht da war. Aber es war sehr viel los. Sehr, sehr, sehr viel los. Und das sind andere Storys auch. Der Merkur war rückläufig und das hat wirklich reingehauen hier. Und bei allen Menschen, die ich kenne, war irgendwas immer mit dem Mercury gewesen. Immer technische Probleme. Und ja, aber nun wird das vorbeigehen. Aber der Grund, weshalb ich heute mit ein Video mache, ist, weil ich eine Einladung für euch habe. Und das ist leider sehr zeitsensitiv, weil es passiert morgen. Und es ist umsonst. Und deshalb werde ich jetzt mal sehen, ob ich das scheren kann. Ich sehe gerade, ich habe es noch nicht richtig eingestellt. Also wartet einen Moment. Ja, jetzt sind wir da. Und jetzt Share Screen. Ich lebe ja schon im Zoom-Land, deshalb, ja, das wird immer besser mit mir. So, ich möchte euch einladen zu einer Vollmond-Meditation für dich und Mutter Erde. Und ich denke, weil wir in so einer besonderen Zeit leben, dass es gut für uns persönlich ist, aber auch für Mutter Erde. Und Vollmond-Meditationen sind schon seit alters her in vielen Kulturen, genutzt worden, weil man sagt, dass man tiefer in die Meditation bei Vollmond geht und dadurch natürlich besser eine Veränderung für uns selber und für andere erschaffen können. Und mit dieser Vollmond-Meditation, die ich jetzt wahrscheinlich jeden Monat machen werde, möchte ich mich besonders auch an die Menschen wenden, die nicht nach Glastonbury kommen können. Durch diese ganze Situation, in der wir sind, mir fehlt das deutsche Wort, die ganzen Behinderungen und auch Menschen, die sich für Glastonbury interessieren. Wenn ich also morgen diese Meditation halte, dann werde ich mich mit den Energien von Glastonbury noch mehr verbinden, damit ihr das da drüben bei euch fühlen könnt. Und Inhalte der Meditation werden sein natürlich so das Übliche: Heiligen Kreis bilden, Entspannung, Reinigung, Aufnehmen von neuen Energien. Man sagt auch Transmission in England jetzt dazu, also in der englischsprachigen Welt. Und dann Liebe und Heilung zu Mutter Erde schicken. Und am Abschluss mache ich eine Energievorschau für den kommenden Monat, das heißt von einem Vollmond zum anderen. Und zum Schluss Fragen und Antworten oder vielleicht einfach nur so zusammenhängen. Ich freue mich auf euch und ladet gerne Leute an. Und unten unter diesem Video packe ich den Link für Eventbrite. Das ist natürlich ganz sogar kostenlos, aber über Eventbrite bekommt ihr dann den Link zu Zoom und vielleicht auch ein E-Mail, nochmal eine Einladung, damit ihr es nicht vergesst. Aber wie gesagt, Eventbrite ist sehr gut für solche Sachen. Und ich werde es aufnehmen, aber, und hier kommt das Aber, wenn ich die Meditation halte und das Ganze und auch die Energievorschau, dann sieht man nur mich, nicht euch. Und dann, wenn wir anfangen miteinander zu reden, dann höre ich mit der Aufnahme auf und damit die Privatsphäre für jeden von uns gewährleistet ist, außer für mich, weil ich bin ja da. Deutsch, schwere Sprache jedenfalls. Manchmal, wenn ich sehr viel Englisch geredet habe. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag und ich hoffe, dass ich euch morgen im Zoom-Land sehen werde zu einer wunderbaren Vollmond-Meditation direkt aus Glastonbury von dem Herzchakra der Welt. Tschüss und bis morgen.